Nom, 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 nom. Was hat denn der Fernseher uns zu sagen? Der Fernseher behauptet, dass morgen es ja windig wird mit sehr vielen Pölen, die unterwegs sind. Heute haben wir mal extra Glück und unser Schätzchen ist nicht hier, sondern irgendwo draußen unterwegs. Okay, wir haben ein neues Rezept. Und George hat Steine in seinem Garten gefunden. Und nochmal Post. Okay, cool. Sie arbeitet immer noch, meine Freunde. So, dann gehen wir mal auf die Suche nach unserem kleinen, aber feinen Schatz. Sind die schon fertig? Nein. In erster Linie gedacht, okay, sie hat heute nicht gegossen. Das heißt, mal gucken, wo sie unterwegs ist. Ich meine, sie ist natürlich nicht an uns gebunden. Sie kann sich frei bewegen. Sie ist ja ein freier und toller und guter Mensch. Deswegen passt das. Ja, die haben wir schon ausgebracht. Ja, dann geht's für uns natürlich dann erstmal Stardrops holen. Stardrops. Ja, geil. Ich habe mir gerade im Internet eine Guide durchgelesen zu den Stardrops und habe jetzt das Wort immer noch im Kopf und verwende es einfach in meinen Let's Play, obwohl es hier gar nichts zu suchen hat, nicht hingehört und naja. Warum produziert Wada keine Milch? Wada! Und warum versuche ich gerade einen Baum zu melken? Ich will auch gar nicht an Lisa ran. Aha! Hör auf! Ja! Hör doch auf! Ja! Ja, danke! Danke! Steh mir halt einfach immer im Weg! Ja, schaff's Zeiten, ey! Ja, okay, die hat. Wir haben ja schon. Alles klar. Alter, ey. Diese Kinders. Und die müssen auch immer in den Gang-Squads rumlaufen, sodass ich immer den Falschen merke. Das machen die gerne. Ihr müsst euch das wirklich so vorstellen. Diese ganzen Abonnentenhühnchen und Leute, die hier unterwegs sind, die laufen extra in diesen Horror-Squads rum, damit ich ja praktisch durcheinander komme. Das heißt, ich versuche gerade, die Kuh zu melken und dann springt das K-Hühnchen, genau, Mischung aus Kanickel und Hühnchen, einfach heldenhaft dazwischen und ja, rettet die arme Kuh vor dem Gemolken werden. Ja, und dann, ich glaube, ich muss euch nicht sagen, was dann bildhaft passieren könnte oder passieren würde, je nachdem, wie man es nun mal sieht. Nein. Fail. Und wie geht es euch, meine Freunde? Ja, also die Let's Plays, die Let's Play-Idee so rum von Warcraft nimmt immer mehr Gestalt an. Denn ein guter, wirklich, wirklich guter Freund, an dieser Stelle dürft ihr natürlich alle mal in die Kommentare Danke teilschreiben. Denn der hat sich etwas ganz Besonderes für die Let's Plays überlegt und hat da echt viel Zeit rein investiert. Ja, was werdet ihr die Tage zu 1000% zu sehen bekommen, weil das will ich euch nicht vorenthalten, meine Freunde. Aber erstmal suchen wir unsere Frau. Und ja, es wird jetzt wirklich alles... Aha, aha, okay. Okay, das heißt, 1208 brauchen wir. Hier drin ist auch noch alles beim Alten. Ich frage mich echt, wo unsere Frau ist. Frau! Nein, es tut mir natürlich leid. Ich muss sagen, Weib! Weib, wo bist du, Mann? Natürlich nur Spaß an dieser Stelle. Niemals würde ich zu meiner liebsten Frau Weib sagen. Wer sagt denn solche bösen Wörter? Ja, den können wir fällen. Ja, und da kommen einfach Pilze raus. Ich habe gestern im Internet wirklich nachgeguckt, ob das irgendwas Interessantes auf sich hat. Es kommen einfach nur Pilze raus. Ja, was heißt, es kommen nur Pilze raus? Immerhin sind Pilze Pilze und Pilze sind gut, aber es kommen Pilze raus. So. Lieber Pomegranatebaum, bitte wachsen Sie doch noch ein bisschen. Ich möchte, dass Sie gerne wachsen, dass Sie fertig werden, dass wir Sie endlich beglücken können. Ich wollte gerade beflücken sagen. Wobei, beglücken hört sich genauso seltsam an. Ja, du bist so ein seltsamer Typ. Hör auf damit. Ich weiß, meine Freunde, ich weiß. Eins, zwei und da drüben noch. So, bevor es jetzt irgendwie weitergeht und wir irgendeinen Käse machen,
laufen wir doch erstmal. Wo ist unsere Frau? Steht die vielleicht hinten im Arbeitszimmer und wir haben sie übersehen heute früh? Nee, hä? Liam, verwirrt. Jetzt mal ohne Spaß, wo ist meine Frau? Ich meine, ich will jetzt nicht sagen... Weib! Aber ich will sagen, wo ist meine Frau? Ich glaube, die hat die Farm noch nie verlassen, oder? Okay, gut. Fahren wir erstmal in die Wüsten, holen uns die 180 Sternfruchtfrüchte. Ja, und dann geht's weiter. Die Beats, sind die schon fertig? Gucken wir mal, wie lange die Beats wachsen und dementsprechend wissen wir ja, ob sie fertig sind oder nicht fertig sind. Normalerweise müssten die doch schon fertig sein, aber dann hätten wir es ja verkackt. Dann hätten wir ja vergessen, dem Typen die reinzulegen. Ja, Beat Seeds. 6 Tage, also morgen müssten sie fertig sein. Sehr schön, das heißt, ja, jetzt werden erstmal wieder 108 Starfruits gesammelt. Also Samen gesammelt. Also ich muss schon sagen, mittlerweile, das mit der Kohle sieht nicht schlecht aus. Ich glaube echt, dass wir jetzt die Ausbauannahmen aufnehmen. Oh Gott. Ja, auf unserer Farm wirklich sehr hoch halten. Retaining Soil, Quality, nein. Wobei. Nö. Ja, dieses Retaining Soil hat den Hintergrund, du könntest dieses Retaining Soil dazu benutzen, dass, naja, Gott, einfach im Satz vergessen, was ich sagen wollte. Jetzt kam es wieder. Die Dinge, die du, sagen wir es einfach mal so, fertig gemacht hast, also gegossen hast, haben eine relativ hohe Chance, dass sie am nächsten Tag einfach wieder gegossen sind, ohne dass du sie gegossen hast. Deswegen Retaining, also praktisch wieder, ich weiß gar nicht, wie man das übersetzen sollte, aber auf jeden Fall funktioniert es so. Frag mich nicht warum, Mann, tut mir leid. Erstmal aber jetzt noch die Weed Seeds holen, die neuen, bevor wir das verkacken. Nein, Meister, ich möchte nichts verkacken, hör auf! Ja, und die sollten dann morgen fertig sein. Oh, das wird auch ein Fest. Das wird auch ein Fest. Die Sache ist, am Sonntag das andere Ding überhaupt offen? Beziehungsweise wir gucken erstmal, ob es sich lohnt, das zu machen. Ansonsten können wir da auch einfach Kürbisfälle hinbauen. Granny! Granny! Also, du hast Evelyn schon genügend Sachen für den Tag gegeben. Hör auf damit! Okay, mit Abigail könnte dann auch bald ein neues Event. Habe ich dir schon etwas? Oh, that's sweet. Thank you very much. Du auch noch? Nein, Pierre hat schon genügend Geschenke von uns erhalten. So, meine Freunde. Nö. Ach, wenn wir hier sind, können wir ja direkt mal Sachen verkaufen. Trüffel, nein, da will ich Öl draus machen. Hör auf, geh weg. So. Also ich hoffe einfach. Den habe ich mir jetzt einfach gegönnt. Du kannst sagen, was du willst, ich bin nicht verschwenderisch. Ich wollte es haben. Und es hat mir gefallen. So, ja, nehmen wir einfach mal ein paar mit. Ich meine, davon kannst du eh nicht genug haben, weil, ja, Dinge, ihr wisst schon. Egal, gehen wir weiter. So, guten Morgen, Shane. Ein guter Freund warst du mal, aber jetzt hast du mich. Robin ist heute eh nicht da. Und die anderen machen erst um 4 auf. Ich will nämlich heute unbedingt... Ach, warte, wir können ja den Lobster in der Zeit holen. Ich glaube, wir haben sogar noch einen. Ich möchte heute unbedingt es schaffen, dass wir mal bei unserem Kollegen vorbeigehen.
bei dem Marlon und einfach mal gucken, ob der vielleicht sogar Schleim verkauft oder Schleimeier verkauft. Weil, ja, wenn wir mal ehrlich sind, es gibt Dinge, da haben wir noch nicht nachgeschaut, ob er sie tun würde. So, und alles, was wir hier praktisch aufgesammelt haben, können wir direkt in Willi bringen. Trash, Trash und Shrimp. Nein, wir haben keinen Lobster. Schade. Ja, danke. Danke, mein guter Freund. Sei halt an Tagen, an denen ich dich brauche, einfach nicht da und ignorier mich. Weißt du, es gibt nichts Schöneres im Leben. Wo ist denn Elliot? Elliot, bist du da drin? Nein. Okay, wartet. Stimmt ja, wir haben ja überhaupt nicht übertrieben Kaffee geholt. Und Superpower activated. Ja, und in der Zeit rennen wir auch einfach mal bei uns zu Hause, wollte ich gerade sagen. Nee, durch den Wald. Und gucken mal, ob wir rein theoretisch unseren unseren besten Freund, der ist ja gar nicht da, sondern unsere Schatz sehen. Ist sie manchmal noch in der Hütte? Könnte das sein? Nee. Okay, nee, die Hütte steht also einfach leer. Seltsam. Ja gut, ich habe jetzt vielleicht erwartet, vielleicht finden wir sie ja gerade nochmal. Deswegen laufen wir einfach mal eine große Runde. Ich weiß, Zeit ist Geld und so, aber trotzdem. Ich meine, um meine Frau zu suchen, da laufe ich halt auch mal eine Runde. Tschu, 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 tschu. Ja genau, und was ich vorhin natürlich fertig erzählen wollte, hahaha, fast hätte ich es vergessen. Nee, unsere Frau ist einfach nirgends. Hä? Okay, gut. Schade. Es hätte ja sein können, dass sie vielleicht irgendwo hier rumchillt und so und ich deswegen sie einfach mal finden gehe. Aber naja, funktioniert nicht so. Ja, was ich vorhin fertig erzählen wollte. Ich hoffe auch, die Melodie ist gerade nicht so laut, weil hin und wieder ja, ist die Melodie doch ein bisschen lauter als gewollt. Genauso wie die komischen Kühe und Schweine, die dann einfach mitten rein querken. Ja. So, natürlich erstmal den wilden Honig fertig machen. Ich glaube, hätten wir die jeden Tag gegossen, würden die auch schon stehen. Ich glaube, wir verkacken das mit dem Gießen ein bisschen. Naja, seit wir eigentlich diese ganzen Sprinkler haben, ist es mit dem Gießen ja eher so zum Nebengeschäft geworden. Okay, so viele haben wir auch gar nicht dabei. Oder? So, und die restlichen müssen wir jetzt da oben wieder ausbringen, dass die praktisch täglich gegossen werden. So. Geh weg. Man braucht dich. Bitte wachse. Nee, ich bin dezent, wirklich nicht angefressen, aber ich find's nicht schön, dass der Baum nicht wächst. Ich find's echt nicht schön, dass der Baum nicht wächst. Ich habe auch schon im Internet, leider Gottes, nach Cheats gesucht. Ja, wie man den Baum hinbekommen könnte. Ja, weil es gibt nämlich ein paar Leute, die geschrieben haben, dass es durchaus sein kann, dass ich vermutet habe, dass der Baum frei ist außenrum. Der Baum ist aber gar nicht, ja. Also der ist schon frei, aber der Baum registriert nicht, dass er frei ist und deswegen wächst er nicht. Das gab scheinbar mal ein kleines Update und seitdem passiert das. Und da kannst du auch nichts dagegen machen, außer den Baum neu anpflanzen. Aber sind wir mal ehrlich, den Baum jetzt neu anpflanzen ist dann doch nicht so geil, ne? Also ich sag jetzt nur, ich weiß nicht. Ich persönlich find's jetzt nicht so gut. Jo, nehmen wir gleich mit. Ich habe gedacht, die wären reif, aber dabei war das ja was ganz anderes. So, 8 Uhr und wir haben noch genug Zeit. Und ich fange endlich an, weiterzureden von dem, was ich euch die ganze Zeit erzählen will.
Ja, der liebe Tai hat mir jetzt nämlich etwas ganz Schönes für die Let's Plays erstellt, die so ein bisschen, ja, für meine Verhältnisse auch ein bisschen Professionalität reinbringen. Ich hoffe, also sagen wir es mal so, ich erwähne nichts und mal schauen, ob ihr von selbst drauf kommt, was ich denn gemeint haben könnte. Natürlich freue ich mich drauf, denn bald geht Warcraft 3 los, sobald Slenderman fertig ist. Will ich die ersten Warcraft 3 Aufnahmen machen, will es dann wirklich so machen, dass ich einen Tag lang Warcraft hochlade, den anderen Tag dann Stardew Valley. Stardew Valley aber doppelt so lange wie normal, einfach aus dem Grund, dass wir ja von den Tagen her einfach nicht verrutschen. Das würde ich nämlich gern beibehalten, dass man zur Not irgendwann, zum Beispiel wenn dann Warcraft 3 mehr merkt, okay, es gefällt den Leuten überhaupt nicht. Ich meine, ja, mir gefällt Warcraft 3 eh schon eh und je und ich würde es auch einfach weiterspielen, selbst wenn es den Leuten nicht gefällt. Aber ich meine, irgendwo will man auch den Leuten natürlich ein bisschen was zeigen. Und ja, es muss sich einfach ergeben. Weil wenn man jetzt mal hart auf hart sieht, kann man ja auch sagen, du, aber Liam, dein Stardew Valley Let's Play, das gucken doch auch nur 3 oder 4 Leute, also dürftest du doch gar nicht so schlimm sein, wenn Leute das nicht gucken. Ja, habt ihr auch recht. Für mich ist es auch gar nicht so schlimm, wenn Videos wenige Aufrufe haben. Ich meine, ich mache das ja auf einer Seite für mich, aber eben auf der anderen Seite auch für euch. Und wenn ihr als Community zum Beispiel einfach ein Spiel auf meinem Channel seht, wo ihr dann sagt, ey, zwar nett gemeint, aber es ist halt wirklich, ja, überhaupt nichts für euch. Dann können wir natürlich auch gerne darüber reden, diskutieren, ob euch vielleicht einfach nur irgendwas von der Art und Weise, wie das Let's Play aufgezogen ist, nicht gefällt oder ob dezent wirklich das Spiel einfach nichts für euch ist. Und wenn es dann nichts wäre, wäre ja überhaupt nicht schlimm. Wie gesagt, man könnte ja immer noch wechseln, sage ich jetzt einfach mal. Beziehungsweise das Spiel einfach ein bisschen anders aufbauen, interessanter gestalten. Wir sind ja eine Community, wir sind ja wirklich eine Vereinigung von Leuten, die, ja, mir zugucken, sagen wir es einfach mal so. Und ihr bestimmt natürlich auch mit, was auf dem Channel läuft. Es ist, ja, man sagt, aber Liam, es ist doch dein Kanal, du bist doch der YouTuber, du entscheidest doch, was du spielst. Auf der einen Seite natürlich ja, auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ihr seid die Community und ohne euch läuft hier natürlich auch nichts. Und klar will ich gerne auf das, was auf eure Wünsche auch Rücksicht nehmen. Und ja, an dieser Stelle, liebe Avinya, liebe Wada, nein, ich habe To The Moon noch nicht vergessen. Dass ich es bisher nicht weitergespielt hat, hat 2 Gründe. Grund Nummer 1, dass wir ja zurzeit noch 1-2 Let's Plays am Laufen haben, die ja dann auch erst vorbei sein müssen. Zum Beispiel, wartet, da ist die Milch. Zum Beispiel haben wir ja noch, Life is Strange. Life is Strange, das an für sich ja noch gar nicht fertig ist, was dann auch bald endlich weitergehen wird. Weil ich hatte es mir nämlich so gedacht, wie gesagt, Warcraft und StarCraft, wollte ich gerade sagen, Stardew Valley im Wechsel. Und dann an den, ja, nebenbei halt noch, Stardew Valley, nein, Quatsch. Nebenbei dann halt noch ganz normal Life is Strange, einfach um die Community, also um das ganze Ding mal weiterzumachen, um die Story weiterzuspielen. Ich hoffe natürlich, ihr verzeiht mir, dass es jetzt ein bisschen gedauert hatte mit dem Weiterspielen. Ich kenne das ja, wie es ist, wenn man unbedingt sich auf was freut, damit es weitergeht. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, Stardew Valley jedenfalls, so die letzten Folgen haben sich dann noch gar nicht so hoher Beliebtheit erfreut. Ich weiß nicht, ob das an der Geschichte lag oder an dem, wie ich bin. So, das würde ich jetzt gerne sehen. Wow. Wow. Das ist ja geil. Das heißt, jedes, wirklich alle Sachen für unser Häuschen, jedes Wallpaper und wahrscheinlich auch jeder Boden, die gleich kommen, haben wir jetzt und können sie deswegen. Wow. Oh, wow, 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 wow. Okay, das heißt sogar, wir können die Kisten bald ausleeren. Ey, das ist ja so geil. Mir war doch klar, dass ich das. Boah. Wow. Oh. Schönes Ding, schönes Ding. Freut mich echt, dass wir das gefunden haben. Ja, ich meine, da können wir schon ein bisschen was machen. Boah, guck mal, in allen möglichen verschiedenen Farben. Boah. Absolut hammergeil.
Also ich muss sagen, ich freue mich gerade richtig darüber. Schatz, wo warst du denn heute? Hallo, Schatz? Oh, der Fluss der Zeit ist einfach so beeinflussbar und vor allem so leicht beeinflussbar. Die kleinste Entscheidung kann die Zukunft für immer verändern. Und ich bin froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Gute Nacht, meine Liebste. Bis morgen. Ja, und damit sehen wir natürlich, was hier so abgeht. Ist jetzt nicht so weit, aber wir, meine Freunde, sehen uns in der nächsten Aufnahme von Stardew Valley. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.